Hallo und herzlich willkommen bei Radio VR. Heute haben wir ein 20-jähriges Jubiläum. Wir gratulieren den Sehern, stellvertretend hier der Fred Jakisch. Dankeschön. Nein, wir haben eine Riesenfreude zugegeben, weil es 20 Jahre ist für Pender lange Zeit. 20 Jahre immer die gleiche Besetzung oder nahezu? Das nicht, also minimal. Also die Damen von Anbeginn an dabei und 20 Jahre sind ja so lange Zeit, um andere Gruppen Comeback-Tourneen und Abschiedstourneen. Das ja, die waren ja schon einmal weg. Und ja, zwar, genau. Ja, klar. Also wir haben das in einem Ding durchgezogen. Ihr liegt im steirischen Teil oder ihr kommt aus dem steirischen Teil vom Salzkammergut? Ja, aus der geografischen Mitte von Österreich. Also stell dir dieses Schnitzel Österreich vor, gell? Und Schnitzel Österreich? Ja, genau, das ist doch ein guter Vergleich. Ja. Und genau in der Mitte, da komme ich her. Ja, da ist der Grundlsee. Ja. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Ich war ja noch nicht eingeladen bei euch, wenn ihr euer großes Open Air macht, was nie gepasst hat. Hiermit erfolgt die Einladung. 30. Juli, ja? 29. Juli, Ersatzkonzert. Da haben wir eine super Geschichte, weil wir alle Seher, mit denen wir die letzten 20 Jahre Musik gemacht haben, ja, auf die Bühne holen. Holla. Die Bühne heute schon aus. Ja, ja. Und da bist du da auch dabei. Aber ich muss nicht mit auf die Bühne. Wenn du möchtest. Nein. Ja. Du musst ja nicht singen. Du, Gott sei Dank, sei froh. Ja. Wenn ich anfange zu singen, dann ist aber... Jetzt bin ich aus mir neugierig gemacht. Na gut. Ja, die Fläche ist dann leer. Ja. Das kann er. Naja, vielleicht als Mitternachtsanlage oder so, wäre das ja. Ihr seid mal angefangen als Gruppe Joy. Ja, ist schon 20 Jahre her, ungefähr. Na, das ist jetzt nochmal. Das ist die 6-Meter-Musik, waren wir damals. 6-Meter-Musik? Ja, weil jeder von uns 2 Meter war und die Leute haben dann gesagt, das ist nicht die Joy, das ist die 6-Meter-Musik. Ja. Ehrlich jetzt? Ja, wirklich, ja. Wir waren die erste Boygroup von Österreich. Ja. In Deutschland war es Modern Talking, in Österreich waren es die Joy und ja, wir haben in Hongkong, in Moskau, in Los Angeles, wir waren überall. Und wie so viele Boygroups, nach 2-3 Jahren war das dann erledigt. Aber schön, ihr habt aber nicht so hoch gesungen wie an Dieter Bohlen jetzt, ne? Nein, nur in Extremfällen, wenn mir irgendwas auf die Zechen gefallen ist, aber so war es nicht nötig. Und welche Art Musik, war das damals auch schon Austropop oder war das mehr? Nein, das war Disco Fox. 80er Jahre wird es geheißen Euro Disco Fox, ja. Also wirklich nur tanzbare Musik? Ja. Mh. Hochzeiten, Silberhochzeiten, Stadtfeste, alles Mögliche. Nein, das waren schon richtige Konzerte. Wir haben, wie gesagt, das Basketballstadion in Südkorea gefüllt. Ich weiß nicht, wie ich lande Pomeranze aus Badersee, komme nach Südkorea, mache dort die Tür auf und 12.000 Südkoreanerinnen schreien wie am Spieß. Das war ein bleibendes Erlebnis, glaubt man das. Ja, ich stehe mir das gerade vor. Ich zehre jetzt noch davon. Na gut, Mann, ihr habt ja auch, wenn im Grundlsee euer großes Open Air ist, euer Hausfest, da sind ja auch ein paar mehr Leute da als jetzt nur ein Tausender. Ja, ne? Ja. Wie viel sind da? Hatten wir 2014 25.000 Menschen. Ja. Haben wir jetzt ein bisschen reduziert, weil die Gegend gar nicht so dafür geeignet ist. Aber wie gesagt, 29. 30. Juli, nach dem Motto, schön war's, wenn's alle da wart. Oder hinkommt's. Okay. Ist das verständlich? Ich könnte es auch Stück Heimat. Ja, ich könnte es auch übersetzen, weil ich verstehe es ja Gott sei Dank. Ihr seid im Grunde genommen, was ich sehr kurios finde, ja angefangen in 95. Da hast du, glaube ich, so Homeoffice-mäßig 100 Maxi-CDs einfach mal gebrannt. Mhm. Die sind dann weggegangen innerhalb von kürzester Zeit. Naja, so sagt man nicht. Die Wirklichkeit war natürlich anders. Ich habe es immer getauscht. Ich bin ins Café ausgegangen, habe das gegen einen Cappuccino getauscht und war wieder eine weniger. Also ich habe mich da relativ durchgefristet. Aber irgendwann waren es weg, hast du recht. Ja. Also so steht es in der Biografie, irgendwo gelesen, so steht es also, drin. Haben wir das Geld sogar ausgeborgt von meiner Frau damals für diese CD, weil ich war, war bankrott. Ja. Und wie gesagt, das waren die ersten Schritte. Ja. Also bist du im Grunde dann über den See gelaufen? Bis 1996. Ja, den Seeweg habe ich bestritten. Den Seeweg, weil 1996 kam ja das erste Album über den See. War da der Grundlsee mit gemeint? Über den See ist eine Volksweise, die man in ganz Österreich kennt und wahrscheinlich über die Grenzen hinaus. Und das war so der Anlass, wo ich gemeint habe, also Volksmusik mit Pop zu kombinieren, das hat mich immer schon ein bisschen fasziniert. Und das ist bis heute ein Teil dieser Seher-Musik. Der Andreas Gabayé hat es ja geschafft mit seinem Volksrock'n'Roller. Für den, ja gut, Austropop, den Begriff gibt es ja mittlerweile auch. Aber war das wirklich Popmusik oder war das noch damals zu der Zeit noch sehr volkstümlich angehaucht?
Nein, es war Techno mit Volksmusik in den ersten 2-3 Jahren. Also wir sind wirklich in die Zelte reingewachsen und wollten, dass alle auf den Tischen stehen. Mhm. Also das war schon Hardcore Volksmusik war das, ja. Also mit der Mutterverzweiflung, weil so viele Auftritte hat es nicht gegeben, sind wir da reingewachsen. Und spät im Laufe der Zeit hat es sich dann entwickelt zur Balladenband und zum Pop-Crossover, ja. Und jetzt sind wir da, wo wir hingehören. Gut, im Balladenbereich seid ihr ja auch, finde ich zumindest, sehr, sehr stark. Ich hatte das Vergnügen. Wir haben grandiose Sängerinnen. Beide. Sabine Astrid. Also ja. Die beiden passen kongenial zusammen. Die verstehen sich großartig seit 20 Jahren. Also ein Glücksfall. Was haben wir denn hier gemacht? Richtig, war das mit der Astrid, glaube ich. Da haben wir doch, glaube ich, noch, oder hast du mit der Astrid ein Ständchen gesungen zum Geburtstag von eurer Bandkollegin? Ja, genau. Ja, genau. Jetzt, was du sagst. Ja, da habt ihr immer hier gesessen und da gab es auch ein Ständchen. Stimmt. 2002, es ging ja im Grunde ging es ja für euch immer weiter. Und, Entschuldigung, ich habe in Fellbach, in der Schwabenlandhalle, da hatte ihr ein Programm mit einigen Balladen dabei. Und das ist gut so. Ja, weil es kam richtig gut an. Ich beobachte ja dann auch meistens. Na, viele Menschen verbinden, sage ich mal, mit den Sehern natürlich die Balladen, erstens, weil man sie aus dem Radio kennt und weil es natürlich ja diese Seher-Philosophie gut trifft. Oft kommen Sachen mit der Natur vor, die uns sehr wichtig ist. Ich komme aus dem Seherland, wo das einfach immer und überall ein Thema ist. Und gerade die Natur immer mit dem Menschsein zu vergleichen, diesen Vergleich liebe ich einfach. Und das kommt deswegen in vielen Balladen vor. Und die kennt man hoffentlich. Ja, weil ich habe die Leute beobachtet. Mhm. Und da wurde dann richtig Stille. Und man hat auch wirklich versucht, reinzuhören, einfach in die Balladen. Es waren, glaube ich, 3 oder 4, wenn ich so richtig im Kopf habe. So, was nicht immer gelingt, weil die Seher natürlich sehr treu ihrer Mundart sind und vielleicht manchmal jedes Wort nicht hundertprozentig verstanden wird. Ist aber wurscht. Richtig. Ist aber wurscht, weil die Kraft der Musik und die paar Sachen, was vielleicht fehlen, die kann man sich entweder selber zusammenreimen oder von den Sehern übersetzen lassen. Ich verstehe auch. Ja gut, mittlerweile verstehe ich Schwäbisch. Am Anfang hatte ich mit Schwäbisch auch so meine Probleme. Dann sind wir wieder bei der Natur angekommen. 2002 kam für mich eines der stärksten Alben, muss ich ganz ehrlich sagen, Juni Schnee. Ja, das ist auch nach wie vor ein großes Highlight, weil davon haben wir allein in Österreich über 100.000 Stück verkauft. Das war so quasi so der Durchbruch, ja. Dreimal Platin und 112 Wochen in den österreichischen Charts drin. Mhm. Ja, wir haben überhaupt das erste Mal unser Publikum erspielt über viele Jahre und jetzt sind viele treue Seelen, die uns über viele Jahre jetzt da begleiten und das macht wesentlich diesen Erfolg der Seher aus. Dass man so lange durchhalten kann, das geht nur mit lieben Menschen, die irgendwie regelmäßig zum Konzert kommen und die CDs mögen. Was war in 20 Jahren Seher dein traurigstes Ereignis, was da passiert ist? Naja, das war der Tod meines Stiefsohnes, der unmittelbar vor dem Open Air war. Das war einerseits der großartige Erfolg der CD, aber andererseits diese private Katastrophe. Das war unvereinbar natürlich, ja, solche Sachen. Ja. Ging es dann überhaupt noch auf die Bühne zu gehen? Nein, ich habe nur für 2-3 Nummern, wo ich bin nur kurz anwesend gewesen. Also war nicht möglich. Was war das freudigste Ereignis in 20 Jahren mit den Sehern? Ja, die Tatsache, dass 25.000 Menschen da teilweise aus Belgien, aus Norddeutschland zu den Seher noch an den Grundlsee kommen, das ist ja unglaublich einmal. Ja. Ja. Aber eigentlich ist für mich nicht die Mentalität schöner, größer, besser und bombastischer, so immer das Ding gewesen, sondern ich finde es einfach schön, du machst deine Musik und da umarmen sich zwei Menschen und singen gemeinsam, schön war es, wenn du da warst, oder jemand zerdrückt deine Träne, oder es lernen sich auch Menschen bei den Seher-Konzerten kennen und lieben, es entstehen sogar Kinder im Laufe dieser Beziehung, also das sind Sachen, wo ich mir denke, hey, das ist doch ein Grund, warum man Musik macht. Also sind auch für dich im Grunde genommen, jetzt habt ihr ja schon ein paar Mal einen Amadeus Award bekommen, sind zwar Auszeichnungen, die vielleicht auch wichtig sind für die eigene Karriere, auch vielleicht als Bestätigung, aber im Grunde sind dir die Menschen, weil für die macht ihr ja die Musik, im Grunde wichtiger. Ja. Kritikerpreis hat immer so ein bisschen was Zwiespältiges. Mhm. Kritiker tun sie mit uns sowieso schwer, weil wir nicht in ihre Schubladen passen. Also Pop-Rock sind wir nicht, Schlager sind wir nicht, seherisch sind wir, ja. Ah, ja. Und insofern kommt es nur darauf an, dass die Menschen unsere Musik mögen und das hält uns am Leben, das ist unser Lebenselixier und deswegen kann man weitermachen. Und nicht wegen der Kritiker. Na gut, Kritiker heißt ja letzten Endes auch, je mehr Kritik man bekommt, man wird ja auch angenommen, ne?
Aber die haben ja was zu schreiben erstmal. Ja, na, es ist ja jedem gegönnt. Also na, aber wirklich das Entscheidende, dabei, ne? Das Publikum. Und wenn Menschen auf, nach dem Konzert auf uns zukommen und sagen, hey, das Lied gefällt mir, weil das sowas Ähnliches habe ich schon erlebt. Oder dieses Lied haben wir bei der Hochzeit oder auch beim Begräbnis gespielt. Das ist doch ein Kompliment, ein größeres kann es für eine Musik eigentlich nicht geben. Du gibst dir recht. Ihr habt unter anderem 2003 Amadeus Award bekommen für Juni Schnee. Was mich dann aber am meisten gewundert hat, 2009. Den Preis habe ich auch damals schon nicht verstanden. Mhm. Habt ihr Amadeus Award im Bereich Schlager bekommen? Wer hat euch denn in den Bereich Schlager rein buxiert? Ja, wir haben eine Zeit lang versucht, die Kategorie Serie dort unterzubringen. Ist uns nicht gelungen. Und jetzt versuchen wir halt einmal da die Serie unterzubringen, weil ignorieren kann man es ja nicht. Ja, jetzt muss man sie irgendwie hinstellen. Und wie gesagt, das ist das Problem mancher, die halt da irgendwie einen Preis in einer Kategorie gern verleihen. Aber ja, Tatsache, wir sind seherisch, weil man, es ist ja auch musikalisch, ist vom Jodler zum Gstanzl bis zum Rock'n'Roll und wirklich teilweise auch Heavy Rock und dann wieder mal Reggae. Wo kämen wir denn hin? Wir sind ja so Kraut- und Ruhr-Mischkulanz und das sind ja spannend. Und den Preis will man ja trotzdem haben, ne? Ja, na ja, man nimmt den gern dankend an, natürlich. Weil ein bisschen ja, die Kategorie das ist ja auch nicht das Schlimmste, ja. Ne? 2016 wieder Schlager. Amadeus Award. Ebenso schön, immer wieder. Wir kriegen, haben wir ausgerechnet, rein statistisch, so alle 6-7 Jahre kriegen wir Amadeus. Ja, ja. Ja, stimmt. Ja, stimmt. ihr habt vielleicht sogar auch für euch noch einen sehr, sehr schönen Preis bekommen, das ist noch gar nicht so lange her, jetzt im März, den Josef Kreiner Preis. Vielleicht auch mal ganz groß, oder kurz die Erklärung, was ist das für ein Preis? Josef Kreiner ist der Landeshauptmann der Steiermark, ein sehr honoriger Mann, der viel für das Land getan hat. Und das hat mich selber auch verblüfft, weil das war ein Preis, wo nur Kapazitäten aus Technik und Wissenschaft dort geehrt wurden. Und wir haben den Kulturpreis gekriegt. Also ich war eigentlich, wie man bei uns sagt, baff, ja. Habe trotzdem eine kleine Ansprache halten dürfen. Das war schon was Besonderes, weil wir haben eigentlich nie erwartet, dass wir in diesen Kreisen doch so akzeptiert werden. Ihr feiert jetzt 20 Jahre Lisea. Ja. Jetzt machen wir mal etwas für unsere ist es gut, für eure Fans. Ich habe noch einen Schmankerl links neben mir liegen. Und dann machen wir doch mal ein kleines Gewinnspiel raus. Der muss ja dazu sagen, was da jetzt drin ist. Das darfst du ja vorstellen. Okay. Also das ist ja mal schon eine original. Holzkiste. Ja. Oh, Holzkiste, wie lieblos hat er so eine Holzkiste. Das ist ja fast handgeschnitzt, muss man dazu sagen. Dann ist ein wirklich ein sehr hochwertiges Autogrammbuch mit Kommentaren der Serie. Ich gebe dir das jetzt einfach weiter. Ja, gerne. Dann kann man sich als Serie-Fan gleich mal deklarieren, da muss man das da so anheften. Und dann ist natürlich diese CD-Box inklusive DVD, das ist echt ein Ding. Wo man die DVD kaum rauskriegt. Naja, da haben wir dann Zeit, das ist das. 57 Songs, also wirklich von der Stunde 0 an 6 nickelnagel neue Songs. Okay. Ein paar aus dem Jahre 96, 97, 98 neu produziert. Ein völlig unveröffentlichter Song und ja, mehr ist nicht draufgegangen. Also das war echt bis auf das letzte Bit ausgereizt. Also 57 sind ja auch schon ein paar, ne? Cool. Das, was zusammengekommen ist, 20 Jahre ist eine lange Zeit. Ja. Ah ja. Ja. Nein, wollen wir das nicht länger diskutieren. Das ist eine lange Zeit. Und das in einer edlen Holzbox. Habe ich es jetzt schmackhaft gemacht? Jetzt ist es schmackhaft gemacht. Jetzt kommt auch die Frage dazu. In welcher Kategorie haben die Seher in 2016 den Amadeus Award bekommen? Ich weiß nicht, was er gerade macht, aber... Ich wollte die Box heute nochmal... Wir schreiben die Adresse, wo eure E-Mail hingehen soll, nachher mit ins Portal rein. Denkt dran, ist ein Schmankerl. Ich habe auch nur ein einziges hier und wir geben das sogar ab für euch. Also, welchen Amadeus Award haben die Seher in 2016 erhalten? Was erwartet den ganzen Fans bei eurem Open Air? Gibt es da noch Spezialgäste? Kommen da irgendwelche... Also wie gesagt, der 30. Juli, der war innerhalb eines Monats ausverkauft. Das tut uns leid, da haben wir keine Karten mehr. Der 29. Juli, ja, da werden alle Seher am Start. Wie gesagt, der letzten 20 Jahre. Buntes Vorprogramm der regionalen Top-Acts. Ja, also wirklich die bekanntesten Gruppen aus der Region. Ja, da gibt es Seherwanderungen. Man kann ein paar Tage das aus Seerland genießen. Okay. Als auch musikalisch und kulinarisch. Ja. Also da ist jede Menge geboten. Man muss halt nur hinfahren, nicht? An den Grundlsee.
Kann man Karten für den 29. noch bei euch auf der Seite bekommen? Ja, gibt's noch. Über das Ö-Ticket oder über das Viertbauer Promotion anschreiben, ja. Oder ihr geht einfach mal auf die Seite disea.at. Habe ich es richtig? Ohne stummes A ausgesagt? Hast du gesagt, mit zwei E? Disea, ja. Ein See wird in Deutschland mit Doppel-E geschrieben. Ist das bei euch anders? Ja, ich glaube, Disea, der mit stummen A, weißt du, die Fernsehzuseher, es gibt ja ein paar Missverständnisse. Aber nach 20 Jahren sind die alle ausgeräumt. Also da kann man auch Karten bestellen, da gibt es die Adressen, ja. Wo man eventuell, also wie gesagt, nur noch für den 29.07., nicht mehr für den 30. Gott sei Dank, für euch leider schon ausverkauft. Wer kommt am 30. eigentlich, damit die Leute auch wissen, was sie verpassen? Die Middle of the Road kommen aus Großbritannien. Ja, es wird dann Country Rock wird geboten von Nashville, es gibt Volksmusikalisches im Vorprogramm, also und 2,5 Stunden sehr. Also, 2,5 Stunden? Ja. Feuerwerk gibt's, es spielt sich an, was das Zeug hält. Also das kann man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Und wie viele Leute sind am 30. da und wie viele Leute erwartet ihr? Na, wir haben jetzt die große Naturarena ein bisschen verkleinern müssen, weil es einfach, weil nicht immer die Sonne scheint bei uns. Aber an diesen Tagen ist es richtig schön und jetzt erwarten wir an beiden Tagen 8.000 Menschen. Ich wünsche euch auf jeden Fall weitere 20 Jahre sehr. Bleibt so fit, wie du heute bist. Ja. Wir fühlen uns gut. Wir haben gesagt, Jahreszahlen spielen keine Rolle. Wir sind beide knapp über 30. Jung im Herzen und nur darauf kommt es an. Euch noch viel Spaß weiterhin. Dankeschön. Freue mich drauf. Auf euer Open Air. Du kommst, gell? Ich komme. Hat er gerade zugesagt. Jetzt ich sag, vor laufender Kamera. Jetzt gibt es keinen Rückzieher mehr. Ich komme. Ich komme am 29. Komme ich 30. auch noch rein? Weil ich lege ein gutes Wort ein. Ich kenne doch. Ich kenne die Seher. Okay. Das mache ich mir wirklich. Sag Dankeschön. Viel Spaß, bis bald, ciao. Für dich.